Sieht ein bisschen aus wie ein Urzeitfisch. Das ist aber auch immer die Grotte sein muss, die diesen einen Spruch von sich lässt. Das ist dauernd ein Gag, hä? Bei dem. Um sich eine neue Beleidigung einfallen zu lassen, fehlt ihm die Intelligenz. Stay back. Don't overdo it. Gott, da kommen ja die Viecher noch mehr. Na, ich lock sie mal an. Hi, Freunde. Ich lass mich mal von euch verdreschen. Wie wär's? Ich lass mich mal verdreschen. Ich hau mal zurück. Ein Schlag für dich, ein Schlag für mich. Mal sehen, wer als erstes nachgibt. Okay, du hast zweimal zugeschlagen, da habe ich zweimal. Das ist schon wie, Alter! Die leben in Herden! Die leben in Herden, die Viecher! Hey, Mädels, kommt mal, guck mal. Hallo. Hallo. Eigentlich total harmlos, die Viecher. Ich darf sie eigentlich nicht Monster nennen. Gott, ey! Huch! Wo kommt denn auf einmal der, Dings her? Holen wir mal unsere Heilerin mal wieder in den Kampf. Big man, huh? Gott, ey, stimmt ja, man kann die... Okay, das waren wichtige Gegenstände, die gerade von meinem Tisch runtergefallen sind. Stimmt ja, man kann ja die Gruppenmitglieder im Kampf auch austauschen. Da hätte ich ja Yuto austauschen können, wenn einer von den anderen Typen beim Bosskampf, obwohl Yuto ist... Nee, das war schon gut, so wie ich es gemacht habe. Hammer. 4 Konterangriffe für Standardtechniken des Stils. Ja, wir haben aber keinen Hammer ausgerüstet für Akro. Yuto sieht sehr fertig aus. Seffi, tröste ihn mal. So. Nach rechts geht's zur Nico-Nico-Siedlung. Ich glaube, wir müssten jetzt schon genug von dem Zeug eingesammelt haben. Wundere gerade. Wird euch auch schon schlecht? Die Bäume leben! Das war uns eine große Hilfe. Jetzt haben wir genug, um sie uns Nico-Nico-Dorf zu schicken. Das Nico-Nico-Dorf ist in der Nähe vom Abseitshafen, wissen wir. Wir Nico-Nico brauchen zur Herstellung unserer Bomben immer sehr viele Kuhmann-Splitter. Die vielen Kommandosplitter in den Feuerkristallbomben sind einer der Gründe für ihre große Sprengkraft. Wir danken euch für die Hilfe. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Miau! Super, wir haben gerade den Katzen die Möglichkeit gegeben, die Stadt in die Luft zu sprengen. Vollschlag geschaltet. 10 Missionen erfüllt. Cool. Was war denn jetzt das, was ich... Was haben wir denn hier? Heiliger Stab. Lederschiene. Achso, stimmt ja. Katzenklauen und Katzenglöckchen. Wir müssen immer noch Katzenohren und Katzenschweif auftreiben. So, was haben wir denn hier? Kirschbaum. Das ist ein Fächer. Ach, machen wir mal Seffi mal zur Fächerkämpferin. Mal sehen, vielleicht tanzt sie jetzt schön für uns. Wo ist denn Seffi eigentlich? Grotte, wo... Nicht so schüchtern, Mädchen. Du darfst dich ruhig... Na, geil. Hä? Noch mehr? Hat er noch mehr? Das wird eine... Es gibt noch einen Gefallen, um den ich euch bitten möchte. Ich möchte, dass er diesen Splitterpaket zum Nico-Nico doch nach Abzettafel bringt. Okay, ich glaube, da kommen wir ja sowieso davon.
Normalerweise übernimmt ein fahrender Händler diese Aufgabe, aber der ist verschwunden. Ihr könnt für uns die Lieferung übernehmen. Dann werden wir euch auch nicht weiter aufhalten. Splitterpaket erhalten. Super, jetzt haben wir die Kamon-Splitter abgegeben und nur um sie wieder zu bekommen. Ach, verkehrte Welt. So, wir haben jetzt noch einen Auftrag und dann werden wir mal sehen, was die liebe Celestia braucht, um ihr Liebestrank herzustellen. Aber vorher werden die hier noch dran glauben. Ich will sehen, was Seffi kann. Ach du meine Güte, was sind das? Sie fächert uns Luft zu. Das erinnert mich an eine Fanart, was ich mal gezeichnet habe. Halt die Klappe, Grotte. Das erinnert mich an eine Fanart. Da habe ich auch solchen Mädchen mal meinen OCs mal so in Fächern gegeben. Ist ja geil. Ist ja krank geil. So, in das Refugium der Dunkelheit wollte ich doch eigentlich nochmal. Noch mehr Viecher. Mehrere, also wirklich diese verdammten Blattschafköppe. Ja, Level 18. Alle schön aufleveln. Ordentlich. Was ist das eigentlich hier? Ist das eine Art Pilz oder noch mehr Meeren? Noch mehr Blattschafböcke? Ja, und weg mit dir! So. Noch mehr? Wie viel Erfahrung bringen die eigentlich? Ich glaube, die so leicht wie die zu besiegen sind, werden die nicht viel Erfahrung leider bringen. Aber wirklich härtere Gegner gibt es hier in diesem Level auch nicht. Ihr braucht euch nicht zu verstecken, ich sehe ja schon. Ha! Und weg mit dir! So. Ja, zum Refugium der Dunkelheit müssen wir jetzt nach rechts. Hier ist einer noch mit einem Auftrag. Oh, den kennen wir doch. Den haben wir das letzte Mal schon gerettet. Was gibst du uns? Man kann alle möglichen Dinge erleben, wenn man das Blausumpfland bereist. Die Mare werden nicht nur von der Nordarmee bedroht, sondern auch von den Schatten. Und dem Blattschafbock, der gerade uns attackiert, während wir hier lesen. Das sind Menschen, die so sehr dunkle Zauberei verfielen, dass sie ihren Körper befleckt hat. Wir nennen sie Blabora. Könnt ihr ins Refugium der Dunkelheit gehen und die Barbora zurück? Ja, können wir, bevor uns der Blattschafbock tötet. Alter Grotte! Okay, alleine sind diese Blattschafböcke kein Problem, aber wenn sie in Gruppen auftauchen und vor allem in einem Textblock festsitzt, könnten sie gefährlich werden. Grotte war beinahe besiegt worden. Guck nicht so blöd, Grotte, ich hab dir gerade das Leben gerettet. Ups. Big man, huh? Even so, you've no skill with your power. Sei ruhig. Was ist denn da für ein Kreuz? Aviskaufmann? Oh, ohne Zweifel, das sind meine Waren.
Ach, stimmt ja. Ihr habt mich gerettet. Wartet nur. Ihr Nordarmee-Soldaten, das kriegt ihr mit Zinsen zurück. Genesungsblume. Hey. Och, wir sammeln Aufträge ohne Ende. Kuku, ich werde doch zum Rachedämon werden. Ich habe eine großartige Idee. Hier im blauen Land wachsen eine Menge Ayakashi-Pilze. Diese Pilze kann ich verwenden, um Rache zu nehmen. Wo ihr gerade hier seid, könntet ihr mir im Blausumpfland 4 Akashi-Pilze sammeln? Sammeln sie bla 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 Pilze und bringen sie dem Händler. Wenn wir hier schon einmal dabei sind, Quests zu erledigen. Oh, oh Mann, etwas Aufregendes wird passieren. Ich ahne Schlimmes, ihr auch. Super heiß, super kalt, super hell, heilsam. Die haben wir verbraten. Es hat sich ausgestellt, dass Heilsamen essentiell für bestimmte Kampfstrategien sind. Ich nehme die mal mit. So, da sind noch ein paar wieder Mare gespawnt. Das ist das Refugium der Dunkelheit. Und da sind die Typen. Das soll mal Menschen gewesen sein? Ihr habt sie doch nicht alle. Oh, guck mal, Leute, die sammeln sich da. Ausdauer etwas regenerieren. Und dann prügeln wir mal ordentlich auf die ein. Dann, dann, das Samtala, das spürt meine Zorn! Shane! Windschwert! Chain! Mist! Das war gerade sehr dumm, was ich hier mal gemacht habe. Manchmal kriege ich die Chain einfach nicht hin. Ja. Okay. Ist so ein Blabberer getötet. 6 von 6. Aber hier stehen noch 2. Ja! Gott, der. Okay, Zephy. Princess, you can rely on me a little. So, wir haben jetzt die Typen getötet. Da sind aber noch. Alter, wie viele sind das hier? Ach, das sind diese komischen Pilze. Ach so! Das Erdemini-Spiel hatten wir ja schon lange nicht mehr. Der sich freut über den Pilz, ey. Hauen wir doch mal ein paar Viecher zu Brei. So, Volltreffer. So, erster Down. Levelaufstieg. Yeah, genau das, was ich wollte. Hopp. Hopp. Ja, bisschen Ausdauer regenerieren. Bisschen Ausdauer regenerieren. Lass die Typen mal machen. So. Ausdauer regenerieren. Ausdauer regenerieren. Lass unsere Fernkämpfer mal weitermachen. So. Zwei Schläge. So, Ausdauer regenerieren. Unsere Fernkämpfer erledigen den gleich. Na gut, einmal können wir draufhauen noch. So. So, Krotter hat den erledigt. Den machen wir mit dem Einschlag! So. Und den erledigen wir mit Kette. Oder auch nicht. 1A. Cool. 1A ohne Overheat, Leute. Sauber. Cool. Ich muss mir mehr dumme Sprüche hier einfallen lassen. Wie die Viecher auch aussahen, ey. Ich muss noch mehr Pilze sammeln.
Ich brauche Pilze. Der heißt Pilz. Pilz. Ah, Pilze. Der wird schon wieder von den Viechern verkloppt, der Typ, ey. Ich hasse Buttermischen. Ja. Yes, I did it. So, 2 von 4. Ach, retten wir den Typen nochmal. Ach so, die müssen wir ja so auch ansprechen, stimmt ja. So, wir haben die Viecher erledigt. Ich hatte nicht weniger erwartet. Wie glücklich für uns, dass ihr die Blabora getötet habt. Sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir weniger Übergriffe der Dunkelzauberer auf das Volk der Mare zu befürchten. So, was haben wir? Super heiß und super kalt. Und Seffi ist aufgestiegen. Makro ebenfalls. Gut. Ja. Schön, dass wir hier ein bisschen Level betreiben. Ist nichts. Wir brauchen noch ein paar Pilze. Ich brauche Pilze, jawohl. Damit ich mich groß und stark fühle. Diesen Pilz kennen wir noch nicht. Der braucht also noch mehr Pilze dann danach, oder was? Großartig. Diese Pilz-Junkies! Yes, I did it! Yes, I did it! I have a Pilz! I have a Mushroom! Ja, Riesenfarnwedel. Die hätte ich gerne im Terrarium. Noch ein Pilz. Yes, I did it. Das Midi-Spiel geht doch relativ einfach. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten zurück? Toll. Oh mein Gott. Spielt ein bisschen Benny Hill Musik ein, bitte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dabei die ganze Zeit diese... Ist fast so schlimm wie der letzte Part von Shadow of the Colossus. Oh, nicht ganz. Da ist noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Okay, okay. Gut gemacht, ja, wunderbar. Jetzt kann ich meine Rache nehmen. Okay, okay. Ich bin aufgeregt. Alter, ist nicht so viel Pilze. Jetzt will er das mit diesen blauen Pilze, nachdem er sich selbst vergiftet hat. Wetten? So ist es verbracht. Hier ist meine Falle. Stellt diese Falle vor ihrer Zelteingang. Wenn sie drauf treten, wird Gas ausströmen. Und ich wette, das wird sie in helle Aufregung versetzen. Stelle das die Gasspray-Falle vom fahrenden Avis-Händler vor einem Zelt im Camp der Nordarmee. Klingt spaßig, oder? Das wird eine große Genugtuung sein. Oh Mann. Gassprühfalle erhalten. Ich glaub's nicht, ey. Die süffeln doch alle Teer hier, ey. Das könnte wohl möglich sein, das hier sind ja Mare. Und du bist eine Meere. Der Blattschafbock will spielen, Leute. Ich ignoriere den. Wo muss ich eigentlich hin? Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Oder? Nee, ich laufe schon nicht richtig. Ich laufe schon nicht falsch, keine Angst. Der Orientierungssinn einer Erdkröte. Sieht auch fast aus wie eine Falle hier. Ich bin hier richtig, oder? Ja, das ist Zelt, da ist der Zelteingang. Stehen die Typen wieder da? Oh ja, sie stehen wieder da. Hi Leute, wie geht's? Wir sind wieder da. Wie geht's euch?
I can hear what you're saying, but I don't understand you thought. Weg mit euch! I avoided the attack. Na! Hut auf! Mist, daneben. Ja, stellt euch ruhig in Reihe und Glied auf! Alle auf einen Haufen! Einfach mal weg! So. I can still take it. Du bist ein Bogenschütze, Junge. Du musst in den Fernkampf gehen und nicht auf mich drauf. Alter, die Typen, ey. Ja, ich spiel mal Tank. So. Na, die wollten nicht, dass wir eine Falle auslegen. Grotte, Levelaufstieg 20, Feuerball 3. Konterangriffe, Standardtechnik, das ist die jetzt. Cool.